Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute mal wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks. Und zwar mit einem Replay vom T110 E3, gespielt von Complicator. Und ich bin schon sehr gespannt. Lakeville ist die Karte. Und es sollte doch den ein oder anderen Schadenspunkt geben, ohne da jetzt zu viel verraten zu wollen. Bin ja schon gespannt, wo er hinfährt. Normalerweise TDs fahren ja mal ganz gern hier rüber. Das macht aber direkt schon nicht, sondern er nimmt den Mittelspot, so wie es aussieht, lädt als erste Granate direkt HE durch. So, die Lights machen den Mittelspot nicht, sondern das macht der CDC, der FV. Das ist hier. Naja, jetzt gibt es hier gleich die ersten Schüsse für. Der eine schiebt den anderen und ich mag ja auch nicht geschoben werden und sonstiges. Der Matador, der ihn nur kurz angerempelt hat, der entschuldigt sich gleich. Und der fährt auch mal durch. Also sehr, sehr lustig, was hier da los ist. Also, das kann eigentlich im Regelfall nichts werden. Das denkt sich er wohl auch gerade und will sich also dann umstellen. Also, es ist einfach viel zu viel für die Mitte. Auch ein 113er fährt da eigentlich nicht lang. Ein FV 215B hat da eigentlich auch nichts zu suchen, wenn da schon so viele sind. Also, ja, der E5 schreibt es auch 113 FV, what are you doing? Es ist einfach nicht der klassische Spot für den Heavy Panzer. Der Heavy Panzer geht doch in der Tendenz eher in die Stadt rein, räumt dann da auf, aber auf der Mitte da eher nicht. So, er orientiert sich jetzt hier ein bisschen um scheinbar. Wird jetzt hier gespottet und jetzt wird es hier gleich actionmäßig vorgehen. Ja. Hat kurz gezoomt, um zu sehen, was da passiert, aber ansonsten war es das auch schon. Jetzt zieht er sich zurück. Interessant, wohin der so guckt. Also wenn da so drei, vier Gegner vor mir in der Form stehen, dann schaue ich da weniger um mich rum. Er ist auch einer der Spieler, das sehe ich immer mal wieder, die aimen und dann, bevor sie schießen, wieder aus dem Aim rausgehen. Ich kann den Sinn noch nicht so ganz verstehen. Ja, genau das gleiche wieder. Ich habe echt keine Ahnung, was der Vorteil davon ist. Also von dem her, keine Ahnung. Sorry, wenn ich euch da im Dunkeln liegen lasse. So, aber da schön die Seite gezeigt bekommen. So, und in der Mitte killen sich jetzt schon die Jungs. Das ist natürlich sehr suboptimal dafür, wenn die Runde gut laufen soll. So. Und wie gesagt, hier in der Mitte, da wird jetzt weiterhin Damage. Also alles nicht so förderlich für ein Teamspiel. So, der FV probiert es hier schon mit Premium, weil er langsam verzweifelt. Aber er merkt, auch das klappt nicht. So, und die Jungs schießen sich in der Mitte weiterhin an. Der CDC, der nächste, der wird rausgenommen scheinbar. Also es ist wirklich kurios. So. Er lässt sich davon aber gar nicht beeindrucken, nimmt den Action X raus. Und jetzt fahren sie auf den 215B. So, und jetzt kommen hier die Streithähne auch noch. Da sind sie nämlich, ja. Er in der Zwischenzeit nimmt den 215B raus und jetzt hier killt der den nächsten. Ja. Also man sieht, gefühlt, wenn man gefühlt in der falschen Stellung steht, dann gibt es gleich mächtig Beef mit dem Team. Aber er lässt sich davon gar nicht beirren. Er macht hier einfach weiterhin seinen Schaden. Nobody in Town, ja, das ist früh festgestellt worden. Also wenn man das vielleicht zusammenfassen sollte, was hier schiefgelaufen ist. Viel zu viele in die Mitte gefahren, die schweren Jungs nicht dahin, wo sie gehören, und zwar in die Stadt. Dann gab es noch Team Damage. So, jetzt schießt auch noch der Conway auf den FV. Will den rausnehmen. Also alles eher suboptimal. So, der 215B, der achtet jetzt gar nicht mehr irgendwo anders. Ich glaube, der ist auch schon AFK gekickt. Ich glaube, der ist also raus aus dem Gefecht. So, IS-7 steht da gut, aber er kommt trotzdem durch.
Also man sieht, zu viel Team Damage bringt nichts, dann wird es einfach da irgendwann enden damit. Boah, das ist ein sauschwieriger Schuss. Die Jungs hier bomben ordentlich auf den FV drauf. Ah, er kommt, er ist aber hier minimal die Gun Depression, die nicht funktioniert. Aber jetzt kommt er drauf auf den Turm vom E100. Und dann nimmt er Premium, dass er hier auch durch den Turm durchkommt. Dann hat er genug Durchschlag und zwar, was hat er denn überhaupt? 375, das langt auf jeden Fall. Ja, jetzt da genau. Weg ist er. 7000 Schaden gemacht bis dato. Er wackelt hier viel, dass er nicht so leicht beschießbar ist. Und jetzt nimmt er den E100 auch noch aufs Korn. Ja, es wird hier recht gut in Ruhe gelassen da, bis dato. Naja, ich sag's und schon kriegt er die zwei Hits. Aber jetzt hat er den schön den T30 weggemacht. So, der E5. Wenn er natürlich so hoch fährt, dann entblößt er natürlich seine Frontwanne auch so ein bisschen. Seine untere in dem Fall, meine ich. So, jetzt ist er gerade unschlüssig, auf wen er schießen soll. Hat zu lange gewartet, hat eigentlich ein schönes Schussfeld auf jeden von beiden kurz gehabt. Ja, jetzt umfährt er der auch noch. Nicht von Vorteil für ihn, dass das jetzt gerade passiert. Jetzt kann er den Jagdpanzer rausnehmen. Jetzt muss er zurückfahren, dass er auf den E5 drauf gehen kann. So, jetzt ist er alleine gegen die. Kettet den jetzt. So, jetzt wird er auch seitlich gleich beschießbar sein. Jetzt kommt E7. Wow, was ein schöner Schuss. Der war schön. Muss man wirklich lassen. So, und jetzt der E5. Ihn hier die ganze Zeit am malträtieren mit seiner Premium-Schelle. Und er nimmt jetzt hier... Wow, schöner Hit. Er lädt HE. Er bleibt jetzt auch dran, dass er... Und der E5 macht schlecht und fährt ihn hier nicht, beziehungsweise hat auch einfach nicht die Geschwindigkeit dafür. Und jetzt, wo er umfahren kann, nimmt er wiederum... Ah, sehr gut. Und jetzt HE... Sei Dank nimmt er den raus und jetzt lebt nur noch der E50. Und da, schöner Treffer. Aber er hat halt auch nicht mehr wirklich viel Struktur. Der andere beschwert sich wegen seiner Panzerung, der nur mit... Nur mit Ding durchgeschlagen hat. Nur mit Premium. So, jetzt ist er leider gekettet. Und man hat gesehen, er hat schon der andere, der E50 schießt schon mit HE. Jetzt hat er verschossen. 12.522 Schaden. Das ist unglaublich knapp. Ja, jetzt was tun, gell? Der E50 geht nicht mehr zu. Weil er ist einfach in der Drawing Range. In den 50 Metern drin. So, und jetzt... Es ist unglaublich knapp. Ich glaube, jetzt macht er einen Fehler. Ja. Hätte er nicht machen dürfen, hätte er warten müssen, einfach bis der E50 zu ungeduldig wird. Sei es wie es ist, hätte sei es sein Team diesen Teamschaden gemacht, hätte einfach einen Schuss für irgendjemand weniger gebraucht, wäre das seine Runde und sein Sieg. Trotzdem ein verdientes Replay of the Week, weil er hat sich nicht zu Schulden kommen lassen bei 12.522 Schaden, bei 20 Durchschlägen von 22 Schüssen und auch noch 3.530 geblockt. Also, alles in allem, tolles Replay, hat mir sehr gut gefallen, ich hoffe euch auch. Bis bald, euer Alcaramba.